Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Mafia 3, DLC 3. Offene Rechnung. Und wir sind das letzte Mal hier verblieben. Da haben wir den Eldritch gesehen. Ich gehe mal hier rein. Oi, oi, oi. Wo haben wir da? Ah, hier. Okay. Komm mal. Hier muss es irgendwo einen Kartenschlüssel geben. Durchsuch die Tische, die Leichen, alles. Ich will, finde. Hier vielleicht. Gott verdammt. Scheiße. Ah, noch schon. Was Donner, ist das ein Zufall? Ach nee. Ach, scheiße. Nein. Okay. Oh, wow. Wuhu. Nein. Ah, Mist. Boah. Puh. Schon wieder. Na, hier. Yes, baby. Yes. So muss es sein. Wuhu! Oh, Donovan! Ach, Mist! Donovan, Donny! Ja, komm! Oh! Ach, Mist! Scheiße, wo ist noch einer? Ach, Mist! Ich geh gerade hier durch. Ah, der Toppe, der hat mich verrutscht dort. Ohne Hilfe werde ich nicht schaffen. Donny, komm! Donny! Ach, Mist! Ja. Mist, Knarre leer. Moment. Du hast einen gut. Oder zwei. Das Bier oder so. Lass diese Wichser leiden. Wow. Wo sind sie, diese scheiße dort? Los! Yes, Baby! Dann komm her und mach die Tür auf. Ja, warte, jetzt wollte ich Horti. Horti schauen. Wow! Ich wollte ein bisschen umschauen. Wollte ein bisschen Geld einsammeln da hier. Wollte suchen. Ja, warte jetzt. Warte. Wir müssen selber warten. Da, Geld. Jawohl. Ja, warte jetzt doch, Toni. Ich brauche Material. So, cool. Wow. Wir müssen da rein und rausfinden, was Albrecht vorhat. Ja. Moment, sind wir da? Nicht. Okay. Ah, warte mal, Medi, Moment. Ah, das ist auf der anderen Seite. Wartest du noch? Ja, warte. Warte doch jetzt. Hey, ungeduldiger Lümmel, du. Da bauen. So. Nein, doch nicht, hä? Wir müssen da rein und rausfinden, was Aldrich vorhat. Ja, ich laufe eben vorbei, da. Ah! Blinde Kuh. Ja, jetzt. So. Was will das Arschloch damit? Du weißt doch,
einen Verdacht, seit Chucky erzählte, dass Aldridge über ein Flugzeug gesprochen hat. Romana und seine Crew kamen mit einer Maschine aus Havanna, aber sie wollten nicht überlaufen. Sie wollten was zurückbringen, was ihnen nicht gehört. Die CIA gab dem Vorfall den Namen der Wotschka, was auf Russisch kleines Mädchen bedeutet oder Kommi-Prinzessin oder so. Quatsch. Jedenfalls, geladen hatten sie einen Teil von einer russischen R-12-Mittelstreckenrakete. Über welchen Teil reden wir dabei? Den thermonuklearen Sprengkopf. Jetzt wird die Geschichte hier plötzlich interessant. Ein Sturm brachte das Flugzeug zum Absturz. Die Männer hatten Fallschirme. Als nach einem Jahr Suche die CIA beschloss, Wotschka sei auf See verschollen, war der Fall erledigt. Vielleicht war es ja gar nicht auf See. Vielleicht, ja. Wo ist es dann? Wenn Aldridge es in die Finger bekommt, nicht auszudenken. Okay. Wenn Aldridge die Daten und Überwachungsbilder gestohlen hat, um an das Teil zu kommen, finden wir es über einen anderen Weg. Was ist mit Barmanas Crew? Wir spüren ein weiteres Arschloch aus diesem Flieger auf. Dann waren wir vielleicht die Koordinaten. Okay, Donny, das Genie. Okay. Dieser Mann. Aldridge. Seit wann kennen Sie ihn? Juni 1954. Wir waren in Guatemala wegen PB Success und gingen dann getrennte Wege. Wir trafen uns wieder in Vietnam. Ja, laut diesen Berichten hat er sich in die nordvietnamesische Volksarmee eingeschleust. Und dann für die NVA Kontakte rekrutiert. Als Doppelagenten. So kann man das auch sagen. Und was würden Sie sagen? Sie sollten nicht alles glauben, was Sie lesen. Denn auch wenn man den Bullshit auf schickes Briefpapier schreibt, es bleibt Bullshit. Bullshit. Oder hatten Sie keinen Kontakt mit Connor Aldridge im Sommer 1968 in New Bordeaux? Dieser Schwanzlutscher starb in einer Gasse in Saigon. Mehr werde ich nicht sagen. Ich muss das nach Langley melden. Wir treffen uns im French Ward und dann spüren wir Pies auf. Ja, jetzt wir können mitnehmen, oder? Donovan. Okay, was haben wir als nächstes? Reden mit Donovan. Ja, klar. Moving and grooving. Moment. Ah, ist besser. Thank you.
Moment. Nein, wir haben noch viel zu wenig. Moment. Wir müssen hierher. Jawohl. Wie viel Geld habe ich eigentlich jetzt da für die Renovierung? Nee, das, Moment. Okay, wir gehen weiter. Kann man den Gang noch machen? Moment. Oh, wir nehmen ihn auch hier. Weg! Was haben wir da Schönes? Oh, Playboy! Playboy! Willkommen. Wo hast du dein Playboy? Zeige. Wo hast du dein Playboy da hier? Ich will dein Playboy. Ich will dein Playboy. Das sollte hier nahe sein. Irgendwo hier. Auch da hinten. Auf der Toilette. Sicher da hinten. Zutritt nur für Angestellte. Mann, bist du ein schmutziger Typ. Einfach Playboys lesen. So, was haben wir? Was haben wir schon? Playboy. Hier. Blätter. Oh. So. Okay, gut, beim Essen. Beim Apfelessen. Okay. Da kannst du auch verreisen. Tschüss. Geld und weg. Das Restaurant ist geschlossen. 24 Stunden. Nein. Jetzt ist alles geschlossen. So. Wir nehmen jetzt das Auto hier. Kommt mir jetzt gerade vor, wie man ein Colt für alle Fälle. Ein bisschen anders, aber. Ein Colt für alle Fälle. Colt Severs, der Stuntman. Oh God, a fool. Ja, schade, gehört ihr die Musik nicht, ich weiss auch nicht, was da gelaufen ist da. Warum, dass wir die Musik nicht gehört haben in diesem Spiel. Oh God, a fool. So. Sieht schon ein bisschen so aus, hä? Colt Severs. Oh. Polizei. Police. I got a fool. Oh, wir sind da, Leute. I got a fool. Weißt du, der hätte mich auch können mitnehmen, der. Komm schon, hey. Wir müssen zu Pius. Ja, sorry, hättest du mich vorhin mitnehmen können, hä? Hey.
Okay. Einer meiner Jungs hat eine Unterhaltung mitgehört. Ein Trupp von Aldreds Leuten ist jetzt im Moment unterwegs zu Pius. Meinst du, wir können vor ihnen da sein? Versuchen wir's. Gut, dann los. Das Kaufhaus, in dem Pius arbeitet, ist oben in Frisco Fields. Es heißt Brochereau. Ja, habe ich gehört. Wir sind jeden Moment da. Wie kommt... Oh, Vorsicht! Ja, sorry, wart. Ja, wie auch immer. Wie kommt so ein Laden wie Brochereau dazu, einen Exilkubaner einzustellen, der für die CIA arbeitet? Geerbter Reichtum bedeutet auch geerbte Geheimnisse und monatlich $10,000 von den Steuerzahlern. Und die bezeichnen mich als kriminell. Na los, mach schon, da fährt meine Oma ja schneller als du. Na gut, dann holen wir Omi ab und lassen uns von ihr fahren. Ja, kann ich jetzt nicht das Medipack holen? Ei. Schade. So. Oh! Ja, das läuft ja auf Zeit. Ai. Da ist das Guacharo. Deine Spur von Aldrich Söldner. Oh. Das läuft ja auf Zeit. Ja, jetzt habe ich mich nicht geachtet, Checkpoint Land. Ich habe mich gar nicht geachtet, dass es wieder auf die Zeit läuft. Ja, das Sommerblümel ging. Ich muss mir angewöhnen, bei einer Mission, wenn die startet, dort auf die Zeit schauen, muss ich schon. Bin ich da wieder zu fest am Sommerblümel. Gut. Jetzt habe ich noch. Einer meiner Jungs hat eine Unterhaltung mitgehört. Ein Trupp von Aldreds Leuten ist jetzt im Moment unterwegs zu Pius. Meinst du, wir können vor ihnen da sein? Versuchen wir's. Gut, dann los. So, also. Eine Minute das Kaufhaus, und in dem Pius arbeitet, ist oben in Frisco Fields. Das heißt Brochereau. Ja, habe ich gehört. Wir sind jeden Moment da. Wie kommt so ein Laden wie Brochereau dazu, einen Exilkubaner einzustellen, der für die CIA arbeitet? Geerbter Reichtum bedeutet auch geerbte Geheimnisse und monatlich $10,000 von den Steuerzahlern. Und die bezeichnen mich als kriminell. Na los, mach schon, da fährt meine Oma ja schneller als du. Ja. Na gut, ja. Dann holen wir Omi ab und lassen uns von ihr fahren. So. Da ist das Brochereau. Deine Spur von Aldrich Söldner. Um diese Zeit sollte Pius Dienst haben mit dem anderen Personal. Gehen wir rein und schnappen ihn uns. Oh, noch heute gut parken. Wie es sich gehört. Okay, rein da. Sonst ist die Zeit abgelaufen. Los. Und jetzt. Okay. Ja, Leute. Entschuldigung. Wie es hier wieder geht, müssen wir dir Bats oder so finden. Egal, wie man es ausdrückt. Sehen wir in der nächsten Folge. Wir haben hier jetzt in dieser Folge mit den Söldnern zu tun gehabt. Und sind dann eben
zu Donovan, der eigentlich den Schlingel hier uns hat mitnehmen können. Aber nein, wir müssen einfach wieder selber fahren. Aber ist egal. Ja, Leute, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Merci fürs Zuschauen. Und fürs Zuhören. Und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Egal was ihr macht, habt Spass und auf Wiedersehen. Euer Wrestler 1973. Hell yeah! Und bye bye!